Herzlich willkommen zur 57. Ausgabe des Videokompott Stammtisches. Und heute spielen wir Whistball. Ein Tag, wo ich mich schon lange darauf gefreut habe, denn das Spiel hat, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für viele, die früher als Westlich hatten, eine sehr wichtige Bedeutung und erinnert an viele schöne Stunden, vor allem akustischerweise. Und ich möchte mal gucken, wer heute sich unserer Runde angeschlossen hat und diese Reise in die Vergangenheit mitmacht und vor allem, welche Versionen heute gespielt werden. Einmal sehe ich bei uns in der Übersicht den Michael. Hallo Michael. Servus zusammen. Ja, was sehen wir heute bei dir? Ich fange gleich mal mit einem Exoten an. Bei mir läuft die Windows-Version, zwar das Remake von 2007, eigentlich eine 1-zu-1-Kopie der C64-Fassung, nur mit aufgehübschter Grafik und Remix-Soundtrack. Dann haben wir den Manfred wieder bei uns in der Runde. Hallo Manfred. Hallo beieinander. Ich zocke die Atari ST-Version und mal schauen, wie lange es dauert, bis ich zur C64-Version wechsle. Dann haben wir die Miriam bei uns und die hat sich, glaube ich, als einzige wirklich auch passend gekleidet, würde ich sagen. Zeig uns doch mal, wie man zu Whistball standesgemäß erscheinen muss. Einen wunderschönen guten Abend. Was heißt standesgemäß? Ich habe halt ein T-Shirt mit Whistball-Logo. Kann man das so sehen? So ein Teil davon, ja. Ja, ich will mich jetzt auch nicht zu sehr entblößen hier. Nicht, dass hier noch eure Zuschauer abspringen. Das möchte ich nicht. Dann haben wir auch den Arne wieder mit dabei. Wir sind natürlich gespannt, was er uns heute zeigen möchte. Das T-Shirt zumindest ist es nicht. Nein, ich zocke heute ganz normal mit meinem Competition Pro hier wieder am Mr. C64 und ich sehe hier gerade das Titelbild. Das hatte ich früher, glaube ich, nicht bei meiner gecrackten Version. Man sieht auch die Katze schwarz in schwarz da neben dem Zauberer. Ja, wir haben noch eine Runde, den wir nicht vergessen wollen, den Greco76, den Stefan. Schönen guten Abend. Ich habe mich erstmal an die C64-Version, werde ich mich ranwagen. Das ist ein Spiel, was ich eigentlich wusste schon immer, das ist ein Klassiker. Aber irgendwie habe ich es nie gespielt. Und irgendwann habe ich es mal gestartet und habe es einfach nicht verstanden, fand es wirr und habe es zur Seite gelegt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr mir dann zur Not helfen könnt. Mit Sicherheit. Ich hatte das riesige Glück, das war mein zweites Original auf dem C64. Ich hatte ein Handbuch, was ja schon in der Zeit nicht normal war. Ich konnte also nachlesen, wie es funktioniert und habe es deswegen auch nur verstanden. Möchte jemand ein bisschen was zur Geschichte oder zum Spiel sagen, wie das so funktioniert? Nicht, dass jetzt Stefan schon nach 5 Minuten wieder aussteigt. Am besten der mit dem Handbuch, oder? Ich habe es aber nicht hier liegen. Und glaubst du, das weiß ich noch? Das ist 30 Jahre her. Also ich weiß grob noch, wie es funktioniert, Gottes Willen. Also der Zauberer Sarg, oder wie er, glaube ich, heißt, hat die Welt entfärbt. Und du sollst jetzt die Farben wieder zusammensammeln und die Welt wieder bunt färben. Man muss einfach diese blöden Aliens hier abschießen und kann dann dadurch als erstes zum Beispiel seine Steuerung verbessern. Zuerst hüpft der Ball wie wild durch die Gegend. Und wenn man 2 gefunden hat und nochmal rüttelt, dann kann man ihn hier ganz entspannt steuern und fliegt auch nicht mehr in die Gegner rein. Jetzt brauche ich ein Extra. Man sieht oben die Anzeige, weil erst dann kann ich gedrückten Feuerknopf rumbewegen. Und Sinn der Sache ist jetzt, wenn Gegner kommen, die Farbtropfen absondern, die muss ich sammeln, die werden unten in die Becher gefüllt oder in diese Krüge gefüllt, die man unten sieht, in die Kessel genauer gesagt. Und wenn die Kessel dann voll sind, alle, dann wird eine Welt umgefärbt und man kann in die nächste Welt und dort dasselbe machen. Das ist das Grundprinzip. Es geht nur darum, am Ende Farben zu sammeln und nicht zu sterben. Ich glaube, wenn es euch so ging wie mir früher, dann hat man das Spiel kurz reingeschmissen, sich über die Steuerung aufgeregt und wieder rausgehauen, also wieder sein gelassen. Absolut, weil die absolut. Steuerung am Anfang ist unmöglich. Ja, aber wenn man einmal das erste Extra hat, dann steuert man sich schon viel leichter. Also wenn man extra sammelt, rüttelt, extra nochmal einsammelt, genau. Dann steuert man sich ganz normal, wie ein normales Raumschiff in jedem anderen Spiel. Aber das muss immer. Man halt erstmal raffen. Und die Katze steuert man, wenn man Knopf gedrückt hält. Dann kann man die Katze steuern. Genau. Das kleine, den Cattelite, einen Katzensatellit. Und meine Katze ist schon wieder tot. Scheiße. Problem ist, dass jetzt hier keine Tropfen mehr auftauchen. Das heißt, ich muss dann eventuell in eine andere Welt und da Rot sammeln und dann wieder zurückkommen, um diese Welt einzufärben. Ich gehe jetzt mal in eine andere Welt, hier runter. Das ist eine etwas modernere graue Welt. Da kriege ich jetzt irgendeine andere Farbe wahrscheinlich. Jetzt sammle ich ein bisschen Grün ein, genau. Das ist halt die Frage, ob mir jetzt Grün was bringt. Doch Grün und Rot ergibt Braun, das sieht man rechts. Jetzt kann ich zum Beispiel versuchen, den Brauntopf zu füllen. Dann habe ich eine Grundfarbe dieser Welt fertig. Problem ist halt, sobald dein Aufsammler weg ist, brauchst du eigentlich nicht weitersuchen, weil in der Zeit ist alles, ja, jetzt habe ich hier Farben und kann sie nicht einsammeln. Da kann man auch gleich sterben, genau. Und das wird gleich so schön, wenn man nicht da reinfliegt. Ja, Glück. Okay, ich will da nicht immer oben drüber. Komm, nimm doch mal den Scheiß. Ja, genau, den noch wegschießen. Jetzt ein Stückchen, Stückchen. Nein, geh doch mal auf den blöden Ball. Jetzt schieße ich auch noch nach oben und unten. Ich bin schon total aufgerüstet hier. Bin aber auch im Augenblick nicht so ganz in Form. Scheiße. Ach so.
Ach. Man kann, muss sich entscheiden. Entweder die Katze oder der Whizball kriegt Rundumschuss anscheinend, aber nicht beide. Ich krieg mein Töpfchen nicht voll. Auch mein Töpfchen ist voll. Aha. Eben nicht. Patrick kriegt sein Töpfchen nicht voll. Och, der Arme. Ja, was ist ja wirklich gerade ein Problem. Du musst dein Töpfchen nicht voll kriegen, Patrick. Ist auch okay, wenn es halb voll ist. Nicht live. Ich versuch's gleich nochmal, keine Angst. Das kannst du auch später noch machen. Ich brauche dafür ein Kätzchen, sonst klappt das nicht. Ich habe es auch mal Level 3 sehen. Rumgeexperimentiert und bei mir ein bisschen der Cheat Engine rumgebastelt. Du wolltest jetzt schon schummeln? Ja. Ich bin schon wieder Game Over, wunderbar. Ja, ich glaube, ich mache gleich auch. Ja, ich habe jetzt nur Leben hinzugecheatet. Naja, nur die Leben, also ich will die ersten drei Level zumindest ohne Unverwundbarkeit schaffen. Ich würde jetzt auch sagen, schwer ist es jetzt direkt nicht, nur... Der Anfang ist scheiße. Ich brauche jetzt auch noch ein bisschen Rot. Ja, ich habe Rot. Mal gucken. Achtung, jetzt wird's spannend. Nein, das sieht doch jetzt schon... Mein Topf ist doch schon voll. Mein Topf ist doch voll rot. Ist das nicht gut? Ich denke mal, du brauchst drei Farben oder so. Ja, ich hab was geschafft. Achtung. So, jetzt habe ich eine Farbe fertig. Jetzt kommt ein Bonus-Level, warum auch immer. Die habe ich noch nie gesehen, gefühlt. Jetzt müsste ein Teil meiner Welt eingefärbt werden. Guckt mal. Ich glaube, jetzt kriege ich in die erste Welt rot rein. Jetzt gehen der Zauberer in... Da ist meine Kätzchen mit dem Zauberer, genau. Rot wird jetzt ausgetrunken, beziehungsweise in den Kelch gekippt. Ich auch. Ich habe es auch geschafft. Genau, und dann ist die Farbe jetzt wahrscheinlich in der Welt drin. Jetzt müsste meine erste Welt einen Rot-Touch haben. Und brauche... Ja, genau. Guck mal, jetzt habe ich einen roten Rand in der Welt. Och, das sieht gut aus. Toll. Jetzt kann ich den roten Topf wieder füllen, weil den brauche ich in der zweiten Welt. In der ersten Welt brauche ich jetzt lila. Jetzt habe ich ein bisschen lila, ein bisschen braun im Topf. Oh, schöner Satz. Super. Ich kann nichts dafür, ich spiele bis vor, ich wiederhole es. Ich kann mit zum Arzt gehen. Wenn ich braun und grün im Topf habe. Braun im Topf. Mich hat es zerrissen. Das erste extra zweimal aktivieren. Genau. Nein, Game Over, alles umsonst. So, was mache ich jetzt? Jetzt hampel ich hier wieder rum wie ein behinderter Ball. Echt schön. Ach Gott. Geh weg, du Arschi. Such doch mal blau, du Dödel. Nein, der ist schon wieder tot. Ach Mann. Geh einfach und stirb. Oh, ich habe was. Ich habe den braunen Topf voll. Guck mal, jetzt mache ich braun. Super. Ich bin jetzt stolz auf dich. Ausgerechnet hier den braunen. Ich mache jetzt hier. Jetzt kann ich die scheiß Farben nicht einsammeln, aber die Katze fehlt, so eine Kacke. Mal gucken, wie das aussieht. Die kackscheißen Farben. Wie jetzt der Level mit einem schönen Braunton aussieht, können wir uns jetzt mal angucken. So, ach, guck mal, ich habe einen Brauntouch in der Landschaft. So, oh, und den nächsten Topf und den nächste Level fertig. Oh, krass. Ich baller immer in diese scheiß Kugeln rein. Ich habe jetzt den ersten Level mit zwei Farben. Achtung. Jetzt wird der zweite Farblevel eingetopft. Jetzt kommt da so eine Orange-Braun-Mischung zu. Mal gucken. Ich habe schon zwei Farben jetzt drin. Jetzt muss ich Gelb sammeln für diesen Level. Und jetzt kommt Blau. Blau, 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 so viel Blau. Oh. Man freut sich richtig, meine neue Farbe zu sehen. Natürlich. Ja, und dann crasht du in die Farbe rein. Es gibt in Level 2 ein Loch unter einem Überhang. Da musst du rein. Grün, grüne Farben, grüne Tröpfchen. Komm, sammel die Tröpfchen. Braves Tier. Oh, ich habe überall fehlen nur ein paar Tröpfchen und ich habe keine Katze. Oh Gott. Wie geht's denn den Töpfchen der anderen Mitspieler? Mein Töpfchen ist jetzt halb rot, also halb voll und rot. Ich will doch nur meine Katze. Kätzchen wieder haben. Ich will doch einfach nur ein bisschen Farbe. Katze, mein rotes Töpfchen ist bald voll. Nein, ich wollte nicht das noch. Oh Mann. Ja, ich hab was. Ich hab Gelb. Oh, wo kann ich jetzt ein permanentes Extra suchen? Wir weiterspielen. Komm her. Select permanent. Dann ist mein Töpfchen endlich voll, ey. Mein Töpfchen war voll. Verstehe. Guck mal, jetzt habe ich Gelb dazu. Level 2 komplett fertig. Guck mal, der ist jetzt durch. Okay. Ich bin fix und fertig, ey. Geh ins Loch. Geh in das verdammte kleine Loch, du blödes Danke. Das war das falsche Loch. Oh Mann. Das ist aber nicht schön. Nein. Nein. Ich bin links rein und rechts wieder rausgekommen. Oh mein Gott. Ich kann nichts dafür. Ach Mann, no. Hier, noch mehr Grün. Gib mir alles Grün. Alles Grün. Ich will nichts Blaues. Dort, wo es grünt. Oh ja, gib mir. Oh nein, geh weg.
Dialoge sind sehr schön. Welches Spiel spielen wir heute? Was soll ich denn mit den Extras, wenn ich keine Katze habe? Och Mann. Ich will die Katze. Oh, jetzt habe ich sie schon wieder nicht gesehen. Endlich! Och Mann, jetzt bin ich gestorben. Hast du eine Katze? Nein, ich habe Mount Rushmore gefunden. Mir ist gerade irgendwie der Finger eingeschlafen, mein Feuerfinger. Ich glaube, ich werde alt. Mein Feuerfinger. Während ich schieße, schläft mir der Finger ein. Mein Feuerfinger ist eingeschlafen. Besser als der Flutschfinger, oder? Gott. Jetzt nicht, mal nicht sterben, nicht sterben. Scheiß, wenn ich sagen muss, kann ich nicht spielen. Nach meinem Ermessen ist mein grüner Topf voll. Ich weiß nicht, was das Spiel für ein Problem hat. Was zeichnet er rechts an für eine Farbe? Ja, braun ist noch gar nicht voll aus irgendwo. Ja, halt blau und, den musst du sammeln. Du musst erstmal blau voll haben. Och nee. Doch, das ist der Sinn des Spiels, Arne. Tut mir das leid. Dauert ja endlos dann. Nein, wenn man sich so blöd anstellt wie wir. Ja. Nein, was ist denn das für eine Scheiße hier? Brüll doch nicht so, Mensch. Entschuldigung, ich hatte fast eine Katze. Ja, und ich hatte fast einen Tinnitus. Nein. Mann! Oh. Nein, ich bin schon wieder gestorben. Du bist so gut. Weil ich habe ja so voll so Hoppelprobleme. Kannst du diesen Satz bitte nochmal wiederholen, Arne? Ingo. Ich habe hier Hoppelprobleme. Warum, Robin? Ja, ist gut, Arne. Meine Katze ist schon wieder gestorben. Nein. Oh nee, ne? Nein, ich habe den schwarzen Tropfen schon wieder genommen. Der säuft alle meine Töpfe leer hier. Ich habe jetzt keine Farben mehr. Level 6 ist fertig, okay? Lächelt der eigentlich, der Ball? Der sieht eher so ein bisschen traurig aus. Du kannst beim Spielen darauf achten, ob der lächelt. Nein, der grinst. Ich bin durch einen Glitch hier in das Unmögliche gekommen. Nein, das ist normal, Arne. Da muss ich sterben. Kommt man da wieder raus? Sterben. Ich bin wieder rausgeglitscht. Doppelglitch. Nein, tot. Oh, Doppelglitch. Meine Katze besoffen, das ist ja geil. Die ist komplett. Hat es einen Violetten eingesammelt? Ich glaube, ein Weißer war das, aber ich bin mir nicht sicher. Ist besoffen. Ja, guck mal hier, die macht jetzt, was sie will. Guck mal hier, jetzt sammel doch die Farbe ein, du Katze. Komm, sammel doch wenigstens. Jetzt bist du auch noch gestorben. Na toll. Oh, meine Katze ist gerade jammernd davon gestorben. Deine Katze? Meine Katze. Ach so. Mein Gott, was stimmt mit dir nicht? Ich höre nur mit einem Ohr zu, Sarah. So. Katze tot. Warum ist die Katze tot? Oh mein. Nein, das ist doch Katze Klo, oder nicht? Heißt das doch? Hey, jetzt ist es Katze tot. Bei ihm ist sie tot. Ich kann meinen Finger nicht mehr bewegen. Ah, ist gleich auf, glaube ich. Mein Töpfchen ist voll. Meine Hand sagt, ich soll aufhören. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Boah, hier geht's wieder psychedelisch ab. Guck mal hier, was so mega abgeht hier. Ich glaube, das ist das Ende. Oh, du hast das Ende. Das ist das Endbild, ja, glaube ich. Wenn du nicht reden würdest. Nee, scheiße, Level. Doch, das ist der Anfang wieder. Hm? Ich bin durch. Ja, man hat bei dir kurz das Endbild gesehen. Das sah jetzt aus wie ein ganz normaler Level, ist aber das Endbild. Ich bin durch. Ja, sehr schön. Oh, das reicht auch. Aua. So, fertig. Oh, super. Oh, congratulations. Doch auch nicht viel spektakulärer als jetzt bei Patrick. Dann können wir ja zum Fazit kommen. Michael, mach du doch mal ein Fazit zum neuen Whistball. Also die Grafik ist toll, der Sound klingt gut, die Steuerung ist wirklich präzise. Also für ein Remake ist das Ding wirklich sehr gelungen. Es wird zum Ende hin recht schwer, also noch schwerer. Das gleicht dann natürlich dadurch aus, dass man da seine festen Waffen hat, aber es ist immer irgendwie das Gleiche. Miriam, du bist ja auch durch. Ja. Trotz einiger Töpfchenprobleme war es ein schöner Abend, oder? Ja, ich habe meine Töpfe alle vorbildlich vollgekriegt. Ich habe alle Farben zusammenbekommen. Ich habe mein Spiel durchgeschafft. Auch wenn ich es gar nicht registriert habe, dass das Ende war. Das Spiel ist immer noch total schön. Auch die Steuerung. Gut, am Anfang hast du natürlich den Ball, der hüppelt dann da ein. Also da kriegst du direkt einen Rappel am Anfang. Aber sobald du dann weißt, wie du deine Steuerung richtig in den Griff kriegst, macht das Spiel auch richtig Spaß. Bei mir ist es so, ich konnte es früher schon nicht so gut. Ich kann es heute noch genauso gut oder schlecht, aber ich mag es total gerne. Und mit Lebenssheet finde ich es sehr, sehr spaßig. So wie Arne es gespielt hat, würde ich es wahrscheinlich am dritten oder vierten Versuch frustrierend finden. Aber trotzdem kann er dieses Spiel immer wieder ein paar Stunden an den Monitor fesseln. Manfred, wie geht's dir gerade? Also es ist unglaublich faszinierend. Ja, ich glaube, ich bin auch durch, oder? Wie es aussieht. Ja,
genau. Manfred, sag was. Nein, Entschuldigung. Der Defender für Crown-Effekt hat wieder zugeschlagen. Also, du bist auch durch, Manfred. Dann kannst du ja auch jetzt entspannt ein Fazit machen, während deine Katze den Rest der Farbe austrinkt. Es ist absolut cool und total fesselnd. Also hat echt Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht, macht echt Laune, ja. Dann haben wir noch den Arne übrig. Er hat heute mit Sicherheit am besten von uns allen gespielt, weil er hat nicht geschummelt und ist dafür sehr weit gekommen. Du hast auf jeden Fall noch Motivation. Ja, mir macht es immer noch Spaß, obwohl ich jetzt schon praktisch zum 8. Mal von vorne anfange. Und ich finde es auch immer noch ganz toll. Also es ist wirklich, wenn man es einmal rafft, dass man eben erstmal ein paar Extras einsammeln muss, bis es Spaß macht, dann macht es halt auch richtig Laune. Grafisch super, technisch absolut brillant umgesetzt mit dem ganzen flüssigen Scrolling und so. Es ist einfach grandios und ich finde es toll. Also ich finde es psychedelisch oder surreal, könnte man sagen. So ein bisschen so wie so ein Dali-Bild oder so. Total surreal, aber deswegen halt eben toll. Das war wirklich ein schöner Abend mit einem bezaubernden Spiel. Und ja, man sollte, wie gesagt, Bild und Ton bitte parallel hören bei diesem Podcast und nicht getrennt voneinander. Dann könnte man sich wundern. Ja, unsere Töpfchen sind voll. Ich glaube, wir sind durch, oder? Danke auch an alle Zuschauer und ja, bis demnächst auf diesem Kanal oder wo auch immer. Bis denn. Servus. Tschüss. Ciao. Du hast ja angefangen mit dem Pod, Patrick. Ja, ich habe versucht, dass du deinen Pod nicht voll kriegst. Ich habe versucht, Whisper zu erklären. Entschuldigung. Deinen braunen Pod. Also ja. Ich glaube, ich brauche nur noch das gelbe Töpfchen, dann bin ich durch. Dann mach doch mal das Töpfchen voll. Schon wohl, wenn ich einen Topf voll kriege. Tröpfchen bei Tröpfchen, oder? Tröpfchen vor Tröpfchen. Oh. Schön, dass wir uns heute die Inhalte unserer Töpfchen beschreiben. Echt toll. Oh ja, es läuft. Dann kann ich mir noch ein Getränk holen. Dann dauert das ja noch. Dann hol dir mal einen Kaffee. Kaffee ist ja ziemlich, wie heißt das? Stuhlfördernd. Oh Mann. Oh.